Ende 2015 wurde die Strategie Antibiotikaresistenzen STAR verabschiedet. Ein Ziel der Strategie ist es, dass in der Humanmedizin verantwortungsvoll mit Antibiotika umgegangen wird. Die Spitäler sollen dazu Programme einführen, das heißt Maßnahmenpakete schnüren, die zum bestmöglichen Einsatz von Antibiotika führen. Im Englischen spricht man da von Antimicrobial Stewardship. Warum ist der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika im Spital wichtig? Also wenn wir uns heute das anschauen könnten, die Patienten, die in der Schweiz heute im Krankenhaus liegen, dann würden wir sehen, dass sehr viele von diesen Patienten mit Antibiotika behandelt werden. Auf den normalen Stationen, sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen, wäre das etwa 3 von 10 Patienten, die im Spital sind. Und auf den intensivmedizinischen Stationen oder auch auf hochspezialisierten Stationen sogar bis zu 8 von 10 Patienten. Das bedeutet, dass diese Medikamente tatsächlich zu den häufigsten Medikamenten im Krankenhaus zählen. Das Problem dabei ist, dass die Patienten häufig mit Breitspektrum-Antibiotika behandelt werden. Im Umgangssprachlichen würde man sagen, besonders starke Antibiotika, die auch schwierig zu behandelnde Keime abdecken. Oft ist das nicht unbedingt nötig, aber diese Behandlung führt dazu, dass bei diesen Patienten am Schluss die Bakterien oft nicht mehr so gut auf die Antibiotika ansprechen. Also es bleiben nur die Bakterien übrig, die nicht mehr gut zu behandeln sind. Und das ist eben das, was wir dann Antibiotikaresistenz nennen. Das heißt, für zukünftige Behandlungen kann das ein Problem darstellen. Zudem ist es so, dass im Spital Patienten auf engem Raum zusammen sind. Auch solche Patienten, die eben besonders gefährdet sind von diesen resistenten Keimen. Und sie können die Keime einander weitergeben. Um das zu verhindern, also einmal, dass diese Keime vermehrt zum Vorschein kommen und dass sie eben auch nicht so häufig im Spital zu finden sind, ist es notwendig, dass man Antibiotika eben sehr verantwortungsvoll einsetzt. Da gibt es verschiedene Maßnahmen, die ergriffen werden können. Und wenn man die eben in so ein Bündel zusammennimmt, dann nennt man das ein Antibiotic Stewardship Programm. Was muss ich mir unter einem Maßnahmenpaket Antimicrobial Stewardship vorstellen? Wie sieht so ein Programm im Spital aus? Es ist besonders wichtig, dass Patienten nur behandelt werden, wenn sie es wirklich brauchen und dann die richtigen Antibiotika bekommen. Und dazu gehören solche Aspekte wie, wie lange wird es gegeben, in welcher Dosis wird es gegeben, bestimmte Wechsel, die in der Therapie stattfinden müssen, wenn neue Erkenntnisse generiert werden. Und leider ist es eben so, dass die sprichwörtliche Aussage, ja, wenn es nichts nützt, dann schadet es auch nichts, in diesem Fall eben nicht zutrifft. Die meisten Spitäler in der Schweiz haben bereits Zugang zu Spezialisten, die entsprechenden Kenntnisse haben, um ein Stewardship-Programm umzusetzen. Dazu gehören zum Beispiel Infektiologen, Spitalhygieniker sind häufig hier mit am Zug, Laborspezialisten und auch Pharmazeuten, also Apotheker. Und am einfachsten ist es für diese Personen, wenn sie von der Spitalleitung wirklich einen ganz klaren Auftrag bekommen, diese Beratung für die anderen Gesundheitsversorger im Spital anzubieten. Und wenn man sich das anschaut, wo in einem Spital Stewardship umgesetzt werden kann, ist es nicht immer einfach zu identifizieren, wo das größte Verbesserungspotenzial besteht. Also zum einen ist es so, dass man wirklich laufend Informationen sammeln muss dazu, wie Antibiotika im eigenen Spital eingesetzt werden, um Problemzonen identifizieren zu können. Und zum anderen ist eben die enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen versorgenden Ärzten, Pflegekräften und allen anderen Beteiligten wichtig, um eine gezielte Beratung durchführen zu können. Und wenn man das Ganze in einem im Einklang stehenden Paket zusammenbringt, dann nennt man das eben ein Antibiotic Stewardship Programm. Gibt es in der Schweiz schon Spitäler, die Antimicrobial Stewardship Programme eingeführt haben? Und was ist der Vorteil eines nationalen Vorgehens? Es gibt schon sehr viele Aktivitäten von verschiedenen, meistens größeren Spitälern. Aber wir möchten natürlich das Ganze etwas vereinheitlichen, damit alle voneinander lernen können. Und Ziel unserer Arbeit wäre wirklich, die Koordination zwischen den Kantonen, den verschiedenen Spitälern zu erreichen, was heute noch unzureichend der Fall ist. Ein Beispiel ist die Antibiotikaprophylaxe zur Vermeidung von chirurgischen Infektionen. Dort gibt es sehr viele Richtlinien
und keine sind ganz deckungsgleich. Und da hilft wirklich ein nationales Programm, hier zum Beispiel auch nicht nur der Zeitpunkt, sondern eben auch die Dauer der Antibiotikaprophylaxe zu vereinheitlichen. In der Regel sind Antibiotika, die über 24 Stunden prophylaktisch gegeben werden, zu viel. Da gibt es sicher noch Nachholbedarf. Und es gibt natürlich auch Bereiche von dem sogenannten, auch neudeutsch, Streamlining. Das heißt, Antibiotika, die möglichst breit sind, sind natürlich einfacher in der Anwendung. Und wenn man eine etwas bessere Ausbildung hat, da würden wir uns auch einsetzen, kann man schon mit einfacheren Antibiotika bereits eine Infektion korrekt und sauber therapieren, ohne dass man immer zu Breitspektrum-Antibiotika greifen muss. Im Weiteren gibt es erstmals nationale Empfehlungen zur Verschreibung von Antibiotika. Also ich weiß jetzt, wenn ich unsicher bin, kann ich auf dieser nationalen Seite nachgucken, was gebe ich bei dieser Infektion. Auch das ist ein Erfolg dieses Konzeptes. Was bedeutet es, wenn ich als Patient im Spital bin und mit Antimicrobial Stewardship betreut werde? Also wir haben natürlich immer Nebenwirkungen zu befürchten. Jede Aktivität der Medizin hat ein geringes Maß an Nebenwirkungen. Und zu Beginn, wenn der Patient mit einer schweren Infektion kommt, dann werde ich möglichst breit behandeln müssen, weil ich weiß nicht, welcher Erreger diese schwere Infektion auslöst. Aber sobald ich das weiß, muss ich möglichst rasch, ganz gezielt auf diesen Keim mich konzentrieren, was mit zusätzlichen Ausbildung, zusätzlichen Kosten auch für die Diagnostik verbunden ist. Und der einfache Weg ist ganz klar, das Breitspektrum-Antibiotikum einfach weiterzuführen. Es wirkt ja und es hilft dem Patienten. Aber die Nebenwirkungen, dass wir eben eine Selektion von resistenten Keimen in der Klinik züchten, das wird am Anfang häufig noch vernachlässigt. Und das ist das Ziel unseres Programmes, dass wir eben die Antibiotika in einer heutigen Wirkung erhalten wollen. In den 80er, 90er Jahren wurden jedes Jahr neue Antibiotika entwickelt für neue Resistenzen. Das ist vorbei, das gibt es nicht mehr. Und wir müssen unsere bisherigen Antibiotika möglichst erhalten, damit sie auch noch in 10 Jahren wirksam sind. Und da gibt es auch politisch-ökonomische Fragen, weil viele dieser Breitspektrum-Antibiotika nicht viel mehr kosten als ein Cappuccino in einer Cafeteria. Und das macht natürlich die Forschung auch etwas schwieriger. Und da gehört es auch zu unseren Aufgaben, diese Probleme, die Versorgungssicherheit zu lösen. Immerhin müssen wir davon sehen, dass Antibiotika heute zu den häufigsten Substanzen gehören, wo wir Versorgungsengpässe haben.